Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Jada-Park, dem Tier- und Freizeitpark, direkt an der Nordsee. Mit der neuen Familienachterbahn Ziegelblitz. Moin und schön, dass ihr da seid. Ich will gleich zu Anfang mal für ein bisschen gute Stimmung sorgen. Ich wette ja, dass viele Fußballfans in Oldenburg immer noch ganz aus dem Häuschen sind. Oldenburg bekommt für den VfB ein neues Stadion. Was wurde diese Entscheidung von den Fans gefeiert? Mit einem Feuerwerk hinter der Weser-Ems-Halle. Die Sektkorken haben geknallt und es sind Tränen geflossen. Das ist einfach unglaublich. Ich heul schon wieder. Ich habe mich, nachdem die Entscheidung gefallen war, an dem Abend mit vielen Fans unterhalten und es wurde nochmal so richtig deutlich, wie tief die Verbundenheit vieler Oldenburger mit dem VfB ist. Dazu hört ihr gleich noch mehr. Und dann habe ich noch das hier für euch. Auch schön, oder? Oldenburgs Stadtschäfer Stefan Peterdamm hilft momentan auf dem Fliegerhorst ganz vielen Lämmern auf die Welt. Ich durfte ihn einen Vormittag begleiten. Ob ich auch zur Geburtshelferin wurde? Wartet's mal ab und ihr hört, warum ein Schaf vom Fliegerhorst mal in Hamburg auf einer Kommunionsfeier die Polizei auf den Plan gerufen hat. Unser Stadtschäfer hat einiges zu erzählen. Das Neueste aus Oldenburg hat jetzt Antenne Niedersachsen-Reporter Kai von Häfen für uns im Newsüberblick. Kai, was gibt's Neues? Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge war der Schock groß, aber auch die Solidarität mit der jüdischen Gemeinde. Es gab ja mehrere Mahnwachen und Demos. Und auch der Stadtrat hat mittlerweile eine Solidaritätserklärung einstimmig verabschiedet. Antisemitismus darf in Oldenburg keinen Platz haben, heißt es darin. Auch die Demos wurden gelobt. Dass so viele Menschen dabei waren, ist großartig und macht Mut, dass unsere Stadt für Offenheit und Toleranz ein- und zusammensteht, heißt es in der Erklärung. Kommen wir zu was ganz anderem. Oldenburg ist bundesweit führend beim Ausbau der Solarenergie. Die Ziele, die bis zum Jahr 2035 erreicht werden sollen, könnten wir sogar deutlich früher erreichen. Und selbst wenn das Ausbautempo bei uns um knapp ein Drittel gedrosselt werden würde, würde die Stadt das Ziel noch erreichen. Das sind doch mal gute Nachrichten. Und ziemlich seltene. In Niedersachsen liegt ansonsten nämlich keine einzige Stadt auf Kurs. In ganz Deutschland sind es nur 7. Und dann gehen noch Glückwünsche raus an die Grundschule Hogenkamp. Sie hat nämlich den Wettbewerb Alles fürs Klima gewonnen. Dort ist ein Film zum Thema Elterntaxis entstanden, in dem auch die Kinder erzählen, was sie ganz persönlich an den vielen Autos zum Schulstart und Ende stört. Die Schule bekommt dafür jetzt ein Preisgeld von 5.000 Euro, das wiederum in Klimaschutzprojekte investiert werden soll. Ich danke dir, Kai. Es ist intensiv diskutiert worden in den vergangenen Wochen, Monaten, ja, Jahren. Befürworter und Gegner hatten, wie ich finde, beide gute Argumente für oder gegen ein neues Stadion. Der Stadtrat hat sich dafür ausgesprochen und das hier war der entscheidende Moment. Zustimmung mehrheitlich angenommen. Da sind alle Dämme gebrochen. Das Video von jubelnden Fans ist viral gegangen. Und nach der Entscheidung wurde hinter der Weser-Ems-Halle noch gefeiert mit einem kleinen Feuerwerk, mit Sekt und so weiter. Und ich habe unter anderem mit ein paar Frauen gesprochen, die mir erzählt haben, was diese Entscheidung für sie ganz persönlich bedeutet. Es ist schon unbeschreiblich, dieses Gefühl jetzt. Also man glaubt es noch nicht wirklich. Dauert jetzt bestimmt ein paar Tage, bis wir es wirklich realisiert haben, dass das Stadion kommt. Also so sehr haben Sie auch mitgefiebert, ja? Definitiv, ja. Jede Ratssitzung, jede Infoveranstaltung, wir waren, glaube ich, überall einfach, um auch bestinformiert zu sein und glauben, dass die Stadt definitiv die richtige Entscheidung getroffen hat. Unbeschreiblich. Also ich kenne das alte Donnerschwee-Stadion leider nicht mehr. Ich bin 91 erst angefangen, Fußball zu gucken, aber seitdem warten wir da drauf. Und das ist einfach unglaublich. Ich heul schon wieder. Nein. Doch. Brauchst du ein Taschentuch? Nee, geht schon, alles gut. Das geht jetzt den ganzen Tag so weiter? Ja, ich bin da ein bisschen emotional. Okay, also da fließen auch morgen noch Tränen und übermorgen? Wahrscheinlich schon. Also ich bin eigentlich gerade auch besonders froh, dass meine Kinder das miterleben dürfen. Meine Tochter ist heute hier, die darf auch morgen ein bisschen, vielleicht ein bisschen später in die Schule mal gucken. Gerade für die freut mich das mega, weil die das alles noch miterleben können. Also das ist auch so ein Familiending.
Ja, definitiv, ja. Also ich habe meinen Mann damals 1992 bei meinem allerersten Auswärtsspiel kennengelernt, im Bus nach St. Pauli. Und wie gesagt, wir sind jetzt schon seit über 25 Jahren verheiratet und haben zwei super Kinder, die halt eben auch immer mitkommen. Und das ist ein Familiending. Ja, super. Geht's hier den anderen auch so? Also ich bin auch über meinen Vater zum VfB gekommen, habe vor 13 Jahren meinen Verlobten hier kennengelernt. Und wir sind gemeinsam alle groß geworden, aufgewachsen und freuen uns einfach, dass wir jetzt nach Donnerschwedt zurückkommen. Und das ist einfach Wahnsinn. Wir sind jetzt 15 Jahre dabei, seit 2009 und wir sind jetzt länger dabei beim VfB, als wir nicht dabei sind. Ja! Also wir kennen es eigentlich nur mit dem VfB und wir kennen leider genug Tiefen, dass wir jetzt die Höhen ausgelassen feiern. Tja, und das war ein langer Abend. Viele Fans hatten schon im Vorfeld für den Tag nach der Entscheidung freigenommen. Andere hatten den Chef überredet, dass sie ein bisschen später anfangen dürfen. Und ich finde, wer 25 Jahre auf diese Entscheidung gewartet hat, der darf auch am nächsten Tag im Salz liegen und mal richtig ausschlafen. Auf dem Fliegerhorst, da schiebt Stadtschäfer Stefan Peterdamm momentan ein paar Sonderschichten, denn gerade läuft die zweite Lammphase. Es werden jeden Tag etliche süße Lämmer geboren und Schäfer Stefan hat mich einen Vormittag mitgenommen auf dieses riesige ehemalige Militärgelände. Die eine Seite wird ja gerade bebaut und auf der anderen Seite, da ist dann die größte Kinderstube Oldenburgs mit mehreren hundert Lämmern, die schon in diesem Frühjahr geboren wurden und ein Ende ist im Moment noch nicht in Sicht. Stefan Peterdamm und ich sind dann mit seinem grünen Auto auf dem riesigen Gelände unterwegs gewesen, auf dem Weg zum Stall, mussten dann aber doch noch einen Zwischenstopp an einer Weide einlegen, denn da stand ein frisch geborenes Lamm abseits der Gruppe, weit und breit keine Mutter und da muss sich der Schäfer natürlich erstmal kümmern und gucken, was da los ist. Und diese Bewegung, die ich jetzt mache, die mache ich so 200 Mal am Tag. Das ist mein Fitnessstudio. Also du steigst über den Zaun. Jetzt kriegen die Schafe erstmal Kraftfutter, damit die ein bisschen ruhiger werden. Und dann macht sich Stadtschäfer Stefan auf die Suche nach der bösen Mutter, die einfach ihr Lamm stehen lässt, um fressen zu gehen oder so. Kannst du eben ein Stück zurückgehen? Ah, okay. Ich soll mich hinter das Auto verstecken, weil die Schafe zu unruhig sind, weil ich fremd bin. Und er dann wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, das richtige Schaf zu finden. Aber ich glaube, er hat sie gefunden. Okay, jetzt darf ich wiederkommen. Happy End jetzt? Von der Größe her und von der Nabelschnur her, sage ich jetzt mal, die gehören zusammen. Das ist eine Zwillingsgeburt. Aber die will eins wahrscheinlich nicht haben. Wahrscheinlich hat das deswegen auch immer alleine gestanden. Darum muss man nachher mal die restlichen durchgucken, wer hinten Blut dran hat, wer vielleicht noch ein zweites geboren hat vielleicht oder extra noch mal eins geboren hat. Aber ich gehe davon aus, dass die beide zu ihr gehören, weil ich habe da hinten mal geguckt. Meistens sieht man ja dann, dass sie geboren hat und das ist bei keinem von den anderen da hinten. Also ich nehme an, das erste Mal und dann kommt das einfach manchmal vor, dass sie dann einfach keinen Bock auf zwei haben oder manchmal auch gar keine nehmen und so. Dann muss man die schon eng irgendwie so eine Box reinstellen, ein paar Tage drin lassen und dann legt sich das meistens. Okay, also du hast die Mutter jetzt mit den Zwillingen isoliert und in so eine ganz kleine Box, damit die Nähe da ist und damit sie dann beide annimmt. Sie sehen jetzt die anderen fressen, sie will jetzt auch fressen und die bleibt jetzt erst hier mal drinnen. Und dann kommt die später noch in einer kleineren Box. Da lasse ich die ein paar Tage drin stehen und dann legt sich das schon. Dann kommen die Muttergefühle irgendwann mal. Ja. Und wenn sie die jetzt nicht annimmt, was machst du dann? Alle zwei Stunden mit der Milchflasche kommen. Ehrlich? Ja. Und dann bist du der Ziehvater? Ja, vom Finanziellen her oder so, da lohnt sich das überhaupt nicht. Aber wenn man da so mit Herzblut bei ist bei den Schafen, also, dann nimmt man die mit nach Hause, dann kommen die in eine Waschküche rein, dann kommt eine rote Lampe rüber und dann steht man alle zwei Stunden auf und kriegen sie eine warme Flasche. Das geht dann so die ersten Wochen und dann nachher reduziert sich das auf dann sechsmal am Tag, dann viermal am Tag. Nachher kriegen sie zuletzt nur noch zweimal am Tag. Also wer selber Schafe hat, der weiß, wovon ich singe hier, von was für ein Lied ich singe.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit, als meine Söhne geboren wurden. Ne? Da musste ich auch alle 2 Stunden raus. Nur das Glück ist, dass ich keine Pampers wechseln muss. Ja. Obwohl, das ist auch nicht so weit hergeholt. Also der Instinkt von den Schafen ist ja so, wenn die saugen, kann man das ja sehen, dann wedeln die Kleinen so ein bisschen mit dem Schwanz und die Mutter leckt die dann von hinten. Also die macht die dann schon sauber und einige machen das nicht. Und dann verklebt das hinten eben alles. Ne? Und dann muss man dann schon mal mit ein bisschen Heu beigehen, Schwanz hoch und in diesen Kluten abreißen. Die Nachgeburt wird meistens vom Tier gefressen. Das ist zum Beispiel, dass das Wild abhält, weil das riechen Füchse und so weiter, riechen das ja meilenweit, Blut, Nachgeburt und so weiter. Und das ist so ein Instinkt von Tieren. Das machen Schafe eigentlich auch, meistens. Also Stefan ist seit über 30 Jahren Schäfer und seit 20 Jahren auf dem Fliegerhorst. Aber manchmal wundert er sich doch noch über seine gut 400 Schafe. Zum Beispiel, als dann vor Ostern ein Schaf 4 Vierlinge und ein weiteres ein einzelnes Lamm bekommen hat und daraus eine kleine Patchwork-Familie entstanden ist. Also alle 5 Lämmer trinken irgendwie querbeet, also mal bei der einen Mutter und mal bei der anderen. Und für die beiden Mutterschafe ist das völlig okay. Und das ist auch für den Schäfer mit so langer Erfahrung noch etwas ganz Besonderes und Kurioses. Die Patchwork-Familie und noch viele weitere Schafe und deren Lämmer stehen im Stall. Und da wollten wir dann eben als nächstes hin, denn es war Fütterungszeit. Ohne Kraftfutter geht nix. Das mussten wir aber erstmal besorgen aus einer anderen Halle. Also ohne Auto geht für Stadtschäfer Stefan auf dem Fliegerhorstgelände auch nichts. Jetzt muss ich den erstmal Kraftfutter holen. Okay. Ja. Und was ist das hier? Hier wird gegrillt abends und gärtnern tust du auch noch ein bisschen? Ja, das ist, da ich meinen Garten ja zu Hause nicht mehr bestellen kann, mache ich das hier. Wir haben hier Hochbeete, man darf ja hier nichts in die Erde reinbuddeln. Erstens Naturschutz und zweitens Kampfmittel. Ne? Das Kampfmittelsondierung findet ja ständig statt hier. Ja, dann sitzen wir abends hier oder zwischendurch, machen wir Pause hier, grillen hier. Und dann habe ich mir hier so eine kleine Grillecke gemacht. Da wir dann ja auch in der Ablammzeit meistens abends bis spät nachts hier sind, haben wir hier ein bisschen Lagerfeuer. Ein bisschen gemütlich. Sonntags dann eben Kaffee, Kuchen und so weiter. Nee, und dann machen wir hier so ein bisschen Tulpen. Ich habe hier 100 verschiedene Tulpen, dass man da mal eine Tasse Tee und mal in die bunten Blumen gucken kann. Also du hast dir quasi deinen Garten von zu Hause hier auf den Fliegerhorst geholt. Ja, ich habe ja zu Hause früher auch einen großen Garten gehabt, aber das ist absolut keine Zeit bei so viel Arbeit. Und dann, das ist 14 Kilometer von hier entfernt. Hier gibt es keinen Wasseranschluss. Das bringe ich nächstes Jahr 20 Jahren von zu Hause mit. Wie jetzt? Das Wasser bringst du mit? Ich habe hier einen Geländewagen in der Halle und einen Wassertank. Hier ist das Wassereinzugsgebiet der Stadt Oldenburg. Hier sind die Bohrbrunnen drunter. Hier hinter liegt ja das Wasserwerk. Einen Brunnen spülen darf ich nicht. Und sonst gibt es hier keinen Wasseranschluss. Hier sind ja damals ein paar tausend Soldaten stationiert gewesen. Und wenn jeder geduscht hat, hier gibt es eine 300er Renkleitung. Dann ist natürlich ein Kreislauf da gewesen, dass immer frisches Wasser in der Leitung war. Und heute bin nur ich hier. Und wenn man das angestellt, also lassen hätte, dann wäre die Gefahr gewesen, dass Bakterien in das Trinkwassernetz zurückgelangen. Ich meine, das leuchtet ja auch ein. Und darum habt ihr dann das von Netz genommen und auch keine, also ich habe keine Möglichkeit, hier Wasser zu kriegen. Also ich will wohl meinen, dass ich hier als Stadtschäfer in Oldenburg so ziemlich eine ganz besondere Schäferei habe. Und da bin ich auch super stolz drauf. Weil man musste, das ist ja eigentlich filmreif. Hier ist ja 130 Jahre kein Schäfer gewesen in der Alexanderheide. Das ist von 1875, waren hier 2, 3 Schäfer. Die wurden hier durch militärische Nutzung, zu Kaiserszeiten wurde hier ja, war das hier auch schon ein Übungsgelände hier oben. Und da war das dann irgendwann mal vorbei mit Schafhaltung. Und dann gab es 130 Jahre hier keinen Schäfer. Und ich bin seit 2005 hier. Und damals gab es ja auch keinen Stadtschäfer. Das war ja ländlich hier. Ich sage mal, 1875 hat Deutschland 43 Millionen Einwohner gehabt, die Hälfte wie jetzt. Jetzt wächst die Stadt, jetzt werden hier Gebäude, dieses alte Militärareal wird abgerissen, hier entsteht Wohnungsbau. Zum Teil bin ich hier ohne Strom. Ich mache es mit Notstromaggregate seit letztem Jahr. Wasser bringe ich von zu Hause mit, es gibt keinen Wasseranschluss mehr. Naja, wir können ja jetzt mal reingehen, gucken, was meine Vierlinge machen und meine Amme. Das ist jetzt hier die Kinderstube, die Säuglingsstation. Ja, das ist ja ein ehemaliger Flugzeugshelter hier. Den habe ich umgebaut als Aufzuchtstation. Das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Hier sind 75 Ablammplätze drin. Also ich muss sagen, ich züchte das Coburger Fuchsschaf. Das ist eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse.
Und ich will wohl behaupten, dass ich der größte Züchter in Deutschland bin. Also, dass das die größte zusammenliegende Herdbuchzucht ist. Ich muss notieren, wann die gedeckt wurden. Und dann schreibe ich mir dieses Datum auf. Und dann kann ich mir auch ganz genau ausrechnen, wann das Lamm kommt. Das sind dann meistens 5 Monate und 5 Tage, plus minus 5. So wie beim Menschen auch. Jungs kommen ein bisschen später, Zwillinge auch. Und dann stehen die paar Tage vorher in diesen Ablammboxen drin. Die gehen es aber richtig an, was? Die haben heute noch keinen Kraftfutter gesehen. Und die wissen, das grüne Auto ist da, der Mann mit der grünen Jacke kommt. Jetzt gibt's Futter. Ja, wir können mal rübergehen zu den Vierlingen. Ja, das sind die. Das ist die Patchwork-Familie von uns dieses Jahr. Süß. Das sind also jetzt zwei Mütter, wobei nur eine ist die Mutter und die andere ist die Tante. Ja, so kann man so ungefähr, ja. Also sie hat, die Linke hat 4 Stück gekriegt. Und zu ihr gehört das Lamm hier vorne, das etwas größere. Die hat eine Einzelgeburt gehabt an dem Tag. Und bei den anderen kann man das sehen, die sind alle gleich groß. Die gehört da nicht zu, die lutscht gerade bei der Tante am Ohr. Weiß nicht, ob sie denkt, da kommt auch Milch raus, keine Ahnung. Ja. Und lassen sich die kleinen Lämmer auch streicheln? Ja, wenn sie eins fangen. Nee, wollen nicht. Diese gehören alle zusammen. Ach, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Das kommt raus. Es geht dann spazieren, guckt. Es gibt ja auch Schafe, große Schafe, die wir mit der Flasche groß gemacht haben. Eins heißt Bascha. Oh, haben die alle Namen? Nee, die meisten haben Nummern, aber es gibt welche mit Namen. Also Bascha, die hat gesoffen wie ein Loch. Also die hat da so ein Tempo die Flasche leer gemacht. Da war richtig ein Strudel in der Flasche drin. Und dann hat irgendwann mal meine liebe Yvonne das Flaschenkind weitergemacht. Die geht mit dem Schaf spazieren, wie mit dem Hund. Ohne Leine, ohne alles. Und die hat jetzt auch dieses Jahr ein Lamm wieder gekriegt. Die macht den Zaun auf, geht mit dem spazieren. Auch mit unserem Zwerg-Yorkshire dabei. Und also die füttert das mit Chips. Die steht dann am Zaun, wenn sie Chips isst, dann will das Schaf Chips abhaben. Das ist enorm, ist das. Also wie ein Hund. Das ist dann schon ein besonderes Schaf, ne? Ja, das darf auch bleiben. Das wird nicht geschlachtet, auf keinen Fall. Weil mit Bascha haben wir viel erlebt. Zum Beispiel, wo wir das dann großgezogen hatten damals, hatte mein Patenkind in Hamburg Kommunion. Und mein Sohn sagte, Mensch, Papa, wie machen wir das denn? Das müssen wir da alle paar Stunden die Flasche geben. Ich sag, das weiß ich nicht. Ich sag, lass du dir doch mal was einfallen. Ne? Und dann haben wir dann uns ja auch alle fertig gemacht, Tiere klar gemacht. Ich habe gesagt, willst du mit dem Lieferwagen fahren? Er sagte, wie soll ich denn das Dilemma mitnehmen? Das sagt er, willst du die mitnehmen? Ja. Da sind wir nach Hamburg gefahren zur Kommunion. Dann hat er hinten in meinen Caddy eine große Hundebox drin gehabt, 5 Lämmer drin, einen Korb mit Milchpulver, mit Flaschen. Und dann haben wir die mitgenommen. Und dann hatten wir die dann auch dann da im Garten bei meiner Schwester. Und dann gab es natürlich Ärger. Da irgendwelche Leute haben dann beim Veterinär angerufen, die Schafe, große Schafe in Auslauf für Kaninchen. Ja, haben wir gemacht. Das war 50 Zentimeter hoch, aber die Lämmer waren ja auch nicht höher. Das waren ja keine ausgewachsenen Schafe. Ich sag, für die Stunde, wo wir dann eben beim Kaffee waren und so in der Kirche, dann kam dann Polizei und Veterinäramt und so, dann habe ich mich überall entschuldigt und so. Und meine Schwester ist heute noch sauer deswegen. Aber das ist doch eine Geschichte, die man sich immer wieder erzählt, oder? Ja klar, Bascha war in Hamburg. Bascha war in Hamburg. Schön, jetzt sind die auf einmal ganz ruhig, ne, die Schafe? Jetzt? Ja, jetzt sind die zufrieden. Jetzt haben die ihr Kraftfutter gehabt. Jetzt gucken die, wie ich hier auf dem Zaun rumsitze, mit dir spreche und warten vielleicht. Guck mal, Wasser haben sie auch noch. Was es Neues gibt, dass es wieder Abend wird, dann gibt es wieder Kraftfutter. Ah, ja, die leben hier von Mahlzeit zu Mahlzeit, es gibt, ne? Futter? Nö. So bist du der Schafflüsterer. Ja, klar. Aber meistens sagen die nö. Ich kann fragen, was ich will, ist immer nö. Du hast ja gerade wirklich 16-Stunden-Tage, ne? Ja, das waren unter anderem in der Hauptphase, das waren Tage dabei, da habe ich 16 Stunden hier im Stall gestanden, ja. Und dann, ja, ohne Schlaf, dann stehst du morgens bis 4 Uhr hier und dann bist du auch um 10 wieder hoch und dann geht das weiter. Ne? Also das waren dann aber auch so bis zu, also wir hatten den Haupttag, hatten wir 43 Lammung an einem Tag. Boah. Ja. Heute haben wir 5 gehabt bis jetzt. Während ich hier bin? Oh, doch, eins hast du gesehen. Das habe ich nicht. Eine frische Nabelschnur. Das stimmt. Mein Traum wäre ja gewesen, jetzt noch ein Lamm mit auf die Welt zu holen. Ja, genau. Wenn du stabil bist und daneben bei stehen bleibst mit Nachgeburt und Blut, ist nicht jedermanns Sache. Also so. Schäfer kann nicht jeder sein, ne? Schäfer ist eigentlich auch kein Beruf. Das ist eine Berufung, ist das. Da musst du für geboren sein. Also du musst immer da sein. Du musst sagen, ich bin Workaholiker.
Also ich kann nicht da ohne dem. Also vielleicht hat mich das auch dazu gebracht, die Schafe. Und ich glaube nicht, dass das nach mir einer weitermachen würde. Das würde mir sehr wehtun. Also ich hätte das gerne, dass ich der Erste und dass es einen zweiten Oldenburger Stadtschäfer gibt, dass es nach mir weitergeht. Dass das ein Fulltime-Job ist, brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu erwähnen. Auch außerhalb der Lammphasen im Frühjahr gibt es viel zu tun. Die Schafe grasen nämlich auch rund um den städtischen Photovoltaikpark auf dem Fliegerhorst. Das muss beaufsichtigt werden, das muss gepflegt werden. Die Schafe und Lämmer müssen gefüttert und geimpft werden. Also wenn sich das jemand von euch zutraut, Stadtschäfer Stefan Peterdamm wünscht sich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Ich kann da gerne den Kontakt herstellen für euch. oldenburg@dein-stadtpodcast.de, da erreicht ihr mich. Natürlich auch für Feedback, Anregungen und so weiter. Ihr Lieben, wir hören uns an dieser Stelle bald wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Eure Sandra. Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Jada-Park. Jetzt mit der neuen Familienachterbahn Ziegelblitz. Tickets und weitere Infos unter jadapark.de.